for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, der sitzt da unten. Ein hübscher Glattstirnkaiman, Paliosuchus palpebrosus. Ja, der hat immer Hunger. Wenn man da mit Futter kommt, ein bisschen klopft, guck, da will er gleich wieder. Dann kommt er her, hübscher Kerl, völlig verfressen. Ich war mal mit Gummistiefeln drin, da wollte er meine Gummistiefel auffressen. Heute mein Intro-Tierchen für euch. Mir hat letztens beim Reptilien-ABC das N und da kam von jemand von euch der Vorschlag N wie Neuheiten. Haben wir dann letztendlich nicht genommen. Ne? Wir haben N wie Nominatform genommen. Aber N wie Neuheiten ging mir nicht aus dem Kopf, finde ich richtig gut. Und deswegen möchte ich heute eine Folge drüber machen, über die Neuheiten, die es in der Terraristik gibt. Möchte ich euch zeigen, was ich so recht innovativ finde. Und mit euch zusammen auch schauen, braucht man das, braucht man es nicht. Die Heizung ist wahrscheinlich das wichtigste Thema in der Terraristik. Also Beheizung und Beleuchtung, würde ich sagen, das sind die zwei rudimentären Grundlagen der Terraristik. Und zur Heizung hat man jahrelang diese Keramikstrahler, Elsteinstrahler hießen sie, oder heißen sie auch umgangssprachlich, aber richtig sind es Keramikstrahler. Benutzt man seit Jahrzehnten in der Terraristik. Diese Keramikstrahler sind recht umstritten. Umstritten aus dem Grund, weil sie eine Infrarot-C-Strahlung abgeben. Infrarot-C kann schädlich sein für die Tiere, weil sie relativ oberflächlich wirkt, nicht weit ins Gewebe eindringt, kann dadurch Verbrennungen beim Tier hervorrufen. Verbrennungen nicht zu verwechseln mit Sonnenbrand. Sonnenbrand macht UV-Licht. Wir reden hier von Infrarotlicht. Das ist gerade das andere Ende vom Farbspektrum. Und eben diese Keramikstrahler haben Infrarot C. Es gibt Infrarot A, B, C. Und Infrarot C ist das, was am weitesten weg ist vom Sonnenlicht sozusagen oder was am wenigsten mit Sonnenlicht zu tun hat. Und dadurch sind diese Strahler, wie gesagt, relativ umstritten in der Terraristik. Viele sagen, man soll die gar nicht verwenden, völlig gefährlich für die Tiere. Jetzt gibt es ein neues Produkt, das sind diese sogenannten Deep Heater. So sehen sie fast gleich aus, aber wenn man vorne reinschaut, ist es doch eine andere Technik. Da ist so ein Glühspindel drin, ne? Wenn man die anmacht, dann glüht dieser Draht, sieht man es irgendwo auf dem Foto, ja, da sieht man es vielleicht ein bisschen drauf, dann wird es innen drin rot und glüht und gibt eine Wärme ab. In dem Fall ist es Infrarot A und B, ne? Also nicht Infrarot C wie beim Keramik, sondern Infrarot A und B. Unser Sonnenlicht hat ein Farbspektrum, ich habe es gerade schon mal gesagt, es fängt an bei UVC über UVB, UVA, dann kommt das ganze sichtbare Licht. Und dann kommt Infrarot A, Infrarot B, Infrarot C. Und so mehr ich am Rand bin, umso weniger hat es mit dem natürlichen Sonnenlicht zu tun. Umso mehr ich Richtung sichtbares Licht gehe, umso mehr hat es mit dem Sonnenlicht zu tun. Ein bisschen primitiv ausgedrückt. Das ist das, was diese Deep Heater simulieren wollen. Sie wollen eben Wärme abgeben. Und das in einem Infrarot-A- und B-Bereich, der zum einen tiefer ins in Gewebe eindringt, also in Mensch, Tier, Lebewesen. Die Strahlung dringt tiefer ein und wird vom Tier oder vom Lebewesen somit besser verarbeitet. Das sind so die Argumente für diese Deep Heater. Wie gut sie sich in der Terraristik durchsetzen oder wie gut sie funktionieren, das müssen wir noch ein wenig ausprobieren. Die gibt es jetzt so seit ein, zwei Jahren auf dem Markt. Was ich als Nachteil nach wie vor sehe von diesen Dunkelstrahlern ist, dass sie überhaupt kein Licht abgeben.
Das schränkt das Anwendungsgebiet ein bisschen ein, würde ich sagen, weil die vor allem Echsen, Schildkröten verbinden doch immer Wärme mit Licht und wollen sich ja sonnen, in Anführungsstrichen. Wenn sie sich sonnen, haben sie Sonnenlicht und setzen sich eben nicht unter so einen Dunkelstrahler. Ich glaube, von dem her ist es in der Anwendung für Echsen und Schildkröten ein bisschen eingeschränkt. Für Schlangen, denke ich, ist sicherlich eine sehr gute Alternative zu diesen Keramikstrahlern. Wenn das so stimmt, wie es die Wissenschaftler sagen mit der Infrarot A, B und C Strahlung, dass die einfach natürlicher ist, besser ist, tiefer eindringt, dann glaube ich, ist wirklich eine tolle, innovative Sache. Und wie gesagt, gerade im Schlangenbereich sicherlich eine gute Bereicherung für die Terroristik. 50, 80, 100 Watt, für jeden ein bisschen was dabei. Noch ein wichtiger Punkt zum Schluss, wenn ihr die verwendet, auch die werden relativ heiß, also hier müsst ihr mit einem Schutzkorb arbeiten. Sie werden nicht ganz so extrem heiß wie die Keramikstrahler, aber sie werden auch heiß, von dem her mit Schutzkorb, dass sich eure Tiere nicht verbrennen können. Und dann denke ich, ist bestimmt ein tolles, neues, innovatives Produkt für die Terroristik. Wir bleiben beim Thema Heizung. Ein neues Produkt nennen sich Deluxe Thermostat Heat Mat. Also das ist eine Heizmatte, wo der Thermostat gleich mit verbaut ist. Da ist so ein einfacher Thermostat dran, wo ich meine Solltemperatur einstelle, 30 Grad, 32 Grad. Der Fühler von dem Thermostat ist direkt in der Heizmatte verbaut. Das heißt, diese Heizmatte erreicht dann diese eingestellte Temperatur. Wie gesagt, zum Beispiel 30 Grad. Finde ich eine tolle praktische Sache. Auch preislich ist es gar nicht sonderlich teuer. Das zusammen kostet eigentlich auch nicht mehr wie eine Heizmatte ohne Thermostat, die letzten Jahre, Jahrzehnte gekostet hatte. Von dem her finde ich das toll innovativ. Da ist noch so eine Folie mit dabei, so ein doppelseitiges Klebeband mehr oder weniger. Das kann ich auf die Heizmatte draufkleben. Dann kann ich die Matte zum Beispiel an die Seite vom Terrarium kleben, wo es dann die Wärme ins Terrarium hin abstrahlt. Was ich ein bisschen suboptimal finde, beziehungsweise was man bei der Sache wissen muss, eben, ich stelle die Temperatur am Thermostat ein, ich habe 30 Grad, aber die hat ja die Oberfläche der Heizmatte. Das heißt nur lange nicht, dass ich 30 Grad im Terrarium drin habe. Das heißt, ich muss trotzdem natürlich mit einem Thermometer im Terrarium arbeiten und dann die Heizmatte entsprechend anpassen. Wenn ich im Terrarium 30 Grad will, muss die Heizmatte wahrscheinlich 35 oder vielleicht sogar 40 Grad eingestellt werden, damit ich im Terrarium die gewünschte Temperatur habe. Ist vielleicht ein bisschen irreführend. Das muss man, wie gesagt, im Hinterkopf behalten und es entsprechend höher einstellen. Was ich super dran finde, viele gehen ja hin und tun die Heizmatte unters Terrarium drunter machen. Dann habe ich das womöglich eine Glasscheibe, dann habe ich das Einstreu und die Matte liegt unten drunter. Die letzten Jahre, Jahrzehnte hat man dann einen Hitzestau produziert, weil die Wärme nicht richtig entweichen konnte durch das Einstreu. Dann hat die sich immer weiter aufgehitzt oder aufgeheizt und entweder ist die Glasscheibe geplatzt oder womöglich hat es gebrannt oder so. Das kann in dem Fall überhaupt nicht passieren, weil, wie gesagt, dieser Überhitzungsschutz automatisch mit drin ist, beziehungsweise die Matte ja nur die Temperatur erreicht, die ich einstelle. Ich stelle, selbst wenn ich 40 Grad einstelle, 40 Grad sind überhaupt kein Problem für unters Terrarium und somit kann ich keinen Hitzestau produzieren, wie das, wie gesagt, die letzten Jahrzehnte der Fall war. Also von daher finde ich es eine tolle, innovative Sache. Gibt es mit 11, 23 und 36 Watt. 11 Watt sicherlich nur für ein relativ kleines Terrarium. Das, was hier liegt, ist die 23 Watt. Das ist 36 Watt, das ist die größte. Am Anfang, wenn ich die auspacke, durch das, dass die so eingewickelt da drin sind, da sind die noch ein bisschen verbogen. Wenn man sie einstellt, wird sie warm. Durch das, dass sie warm wird, tut sie sich noch ein wenig schöner ausbügeln sozusagen. Wie gesagt, glaube ich, ist ein tolles Produkt. Hat die Terraristik vermutlich drauf gewartet. Wie gesagt, ich habe schon allein die Sicherheit, dass ich da nichts überhitzen kann, keinen Hitzestau produzieren kann. Und schon allein dadurch finde ich es ein wichtiges, tolles neues Produkt. Das war jetzt eine Folge fast ohne Tiere. Da sind wir immer am Überlegen,
guckt sich das einer an oder nicht. Einerseits finde ich es gut und wichtig, die neuen Produkte. Bin mal auf euer Feedback gespannt. Tut's mal bitte unten posten, ist das interessant oder nicht. Ich habe auch noch zwei richtig gute, innovative Produkte, die ich euch eigentlich auch noch jetzt vorstellen wollte. Aber es wird unsere Zeit ist vorbei, deswegen müssen wir das auf eine spätere Folge verschieben. Genau, postet mal unten rein. Ist interessant, interessiert euch die Technik oder von wegen, oh, wir wollen nur Tiere sehen. Für die, wo nur Tiere sehen wollen, hier noch ein hübscher roter argentinischer Theo Tubinambis Ruvescens, einfach damit noch ein bisschen ein Tier in diesem Film drin ist. Ansonsten gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Channel. Abonnement ist die Bezahlung des YouTube, das wisst ihr. Bleibt mir treu und bis zur nächsten Folge. Checkt die neuen Terraristik-Produkte.